Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Ich freue mich, mit Ihnen heute hier am Ostermontag in diesem Jahr, der 10.4., wieder einen Agilcare-Workshop durchzuführen und freue mich ganz doll, dass Sie auch live mit mir hier dabei sind. Ich hoffe, Sie hatten ein wunderschönes Osterwochenende und hatten Zeit, es zu genießen mit Ihrer Familie, mit Ihren Lieben. Das schöne Wetter, also bei uns war jedenfalls schönes Wetter. Insofern haben wir hier das schöne Wetter genossen. Und was kann es Besseres geben, vielleicht, denken Sie sich vielleicht auch, als dieses Osterwochenende, diesen Ostermontag mit dem Agilcare Workshop zu beschließen. Also nochmal herzlich willkommen heute Abend hier bei uns. Vielleicht kann mir noch einmal jemand mitteilen, kurz im Chat, ob ich gut zu hören bin, ob ich gut zu sehen bin. Und dann können wir hier auch gleich loslegen. Ich sehe hier schon einige, die hier fleißig im Chat uns allen einen schönen guten Abend wünschen. Und vielleicht kann auch noch jemand schreiben, ob ich. Ah, ich sehe schon. Dankeschön, Herr Schuster. Bild und Ton sind gut. Ich nehme das für Sie alle. Dankeschön. Und dann würde ich auch gern hiermit beginnen. Der Präsentation, die starte ich jetzt für Sie und gebe Ihnen auch noch gleich, bevor ich hier beginne, noch zum Download die Files bereit von den Slides, die ich Ihnen hier vorbereitet habe. Ja, heute 10. April 2023 und wie gesagt, wir freuen uns über einen wunderbaren Workshop zusammen. Ich habe Sie jetzt ausreichend begrüßt. Ich begrüße aber auch noch diejenigen, die sich dann die Aufzeichnung mit anschauen und das im Nachhinein tun. Und das ist absolut in Ordnung. Oder der ein oder andere von Ihnen nutzt auch die Gelegenheit, dann die Aufzeichnung nochmal zu schauen und sich da noch einmal Notizen zu machen. Das geht ja auch. Meine Eltern, lieben Dank, dass ihr mich wieder unterstützt heute auch, trotz Feiertag. Aber es ist ja eigentlich, wenn man es so nimmt, Feierabend. Naja, dem auch sei, eine Wortspielerei. Lassen Sie es loslegen. Einmal. Achtung, wichtiger Hinweis. Ich lese es kurz vor. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für interessiert und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisung zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Ich habe Ihnen hier noch einmal als Folie mitgebracht, als Zusammenfassung des Workshops der letzten Woche einmal, um Sie daran zu erinnern, die Effektivität kann erhöht werden, indem Randbedingungen optimiert werden. Wir haben auf unserer Seite ulrich-mtc.de/download, die kennen Sie alle. Ich habe es Ihnen trotzdem hier als nochmals Link dargestellt. Dort können Sie sich dann hier diese Informationen nochmal herunterladen, wenn Sie das möchten. Es gibt hier auch weitere schön, sehr gute Hinweise. Ebenfalls haben wir ja ein neues Setup erstellt und Ihnen darüber die E-Mails zukommen lassen, dass Sie sich das jetzt herunterladen können. Das können Sie, wie gesagt, ja immer tun, indem Sie dann auf unsere Seite dort gehen, die ich Ihnen hier dargestellt habe, und dann auf Setup Agilcare. Und dort können Sie sich dann das neue Setup herunterladen, das alte deinstallieren und dann das neue installieren. Und es funktioniert auch so, da können Sie auch ruhig, wenn Sie der Meinung sind, das müssen Sie nicht alles, dann lückenlos sich herunterladen und installieren, können Sie auch dann zwischendurch Setups auslassen oder wenn Sie nicht dazu kommen, das ist wieder gesagt kein Problem. Sie können dort jederzeit auf diese Seite gehen und sich dann das aktuelle Setup herunterladen. Ebenfalls habe ich Ihnen hier mitgebracht, die Information, wie Sie zu den Workshop-Präsentationen kommen. Ich habe in den letzten 2 Tagen ein paar Nachrichten erhalten, auch von Teilnehmern, die sich die Aufzeichnung anschauen wollten, die Aufzeichnung von der letzten Woche. Und es war Ihnen nicht möglich,
Ich muss ehrlich gestehen, ich habe noch nicht eine Lösung gefunden, beziehungsweise den Grund dazu gefunden, warum das nicht möglich war, dass man sich diese Aufzeichnung noch anschauen konnte. Ich habe da eine Fehlermeldung, die habe ich auch erhalten. Aber nichtsdestotrotz, wir legen ja seit neuestem auch die Workshop-Präsentationen mit Video und den downloadbaren Dokumenten auch bei uns auf der Homepage ab. Und dort können Sie dort sich das auch anschauen. Und ich würde Sie da gerne jetzt dorthin führen. Und das machen wir so, indem ich Ihnen meinen Bildschirm teile. Das habe ich hier schon mal vorbereitet. Und Sie sehen jetzt hier unsere Startseite von der Website. Sie sehen ja hier oben unsere Adresse. Das ist die Startseite. Hier steht es auch nochmal dann in farbig unterlegt. Und wenn Sie hier auf den Menüpunkt Service nur mit der Maus drüber streichen, dann erhalten Sie noch ein weiteres Menü, wo Sie dann hier die AgeCare Workshops als Menüpunkt finden. Einmal draufklicken und Sie erhalten hier die Workshop-Präsentationen und können sich dann dort denjenigen aussuchen. Hier oben finden Sie immer das Datum dabei. Sie sehen, also wenn ich mit der Maus drüber gehe, das ist dann anklickbar für Sie und Sie können dann auf diesen Workshop dann direkt sich das Video hier anschauen und wie versprochen auch die Folien herunterladen und die Dokumente, die wir dann im Rahmen des Workshops Ihnen zum Download angeboten haben, die haben wir Ihnen eben jedenfalls hier verlinkt. Ist auch möglich, wenn Sie das mögen, hier nach bestimmten Themen zu suchen. Das haben wir auch Ihnen leichter gemacht, indem wir dann die bestimmten Dokumente nach Themen sortiert bzw. indexiert haben und dann können Sie dann hier ein bestimmtes Thema eingeben. Ich würde mal hier eingeben, zum Beispiel Trichomonaden. Und dann gehen Sie hier drüben auf die Lupe. Dann startet das System die Suche. Und siehe da, Sie finden hier eine Workshop-Präsentation vom 20.03., in dem es um das Thema Trichomonaden und Trichomonas ging. So, das soll damit auch schon genügen mit der Präsentation. Und ich versuche das hier für Sie wieder in die Workshop zu bekommen. Kleinen Moment bitte. Ist gar nicht so einfach, wenn man da nur zuschaut und denkt, Mensch, da hat jemand Probleme. Und jetzt am eigenen Leib ist das dann doch jetzt für mich erkennbar, dass das nicht ganz so einfach ist. Also entschuldigen Sie bitte die kurze Pause. Wie gesagt, also hier kommen Sie auch zu den Workshop-Präsentationen, auch zu älteren. Wie gesagt, Sie können das entsprechend auch nach dem Datum nach sortieren und sich dann den gewünschten Workshop heraussuchen. Wir haben es geschafft, bis Oktober letztes Jahr die Workshops entsprechend abzulegen. Vielleicht kommen wir noch dazu, dann auch noch ältere hinzuzufügen. Aber da kommen ja immer jede Woche neue Workshops hinzu, die wir dann Ihnen dann dort in so eine Art Bibliothek zum Herunterladen, zum Anschauen dann zur Verfügung stellen. Ich komme gleich zu meinen Themen heute. Da habe ich Ihnen drei mitgebracht. Anwender, die sich bei uns gemeldet haben. Und der erste Anwender hat sich bei uns gemeldet, um einmal mitzuteilen, dass er erfolgreich war. Das hat uns natürlich sehr gefreut. Und ich möchte es Ihnen nicht vorenthalten, dass Sie dann auch daran teilnehmen können, dass Sie auch dann eventuell erfahren, wie derjenige vorgegangen ist. Also derjenige hat festgestellt bei sich, also er hat seit einiger Zeit Schmerzen am kleinen Zeh und ja, hat sich das selbst angeschaut und hat festgestellt, er hat da ein Hühnerauge. Ich muss dazu sagen, er hat uns geschrieben, er hatte das noch nie. Jedoch somit war das dann von ihm eine Vermutung und
hat das AG Care, hat dort die Anwendung Hühnerauge, und zwar mit dem Quellcode A145. Ich wiederhole den Quellcode, das ist A145, und die Anwendung heißt Hühnerauge, und die ist ihm eingefallen, hat sie gesucht und hat sie gefunden und konnte dann nach zweimal hintereinander durchführen, feststellen, er hat keine Schmerzen mehr. Schon bereits nach der ersten Anwendung ist es so gewesen, hat er uns beschrieben, dass eben dort die Schmerzen geringer wurden. Und die zweite Anwendung brachte dann den Zustand, dass er fast nichts mehr zu spüren war von dem Schmerz, und hat es dann trotzdem daraufhin noch an den zwei darauffolgenden Tagen jeweils zweimal auch durchgeführt, die zweimal auch direkt nacheinander. Und ist damit sehr, sehr gut zurechtgekommen. Und ich beschreibe Ihnen das jetzt hiermit auch einmal auch aufbauend auf dem Thema der letzten Woche, in dem es darum ging, dass man die Geduld nicht verlieren sollte. In dem Fall war es so, dass derjenige dann die betreffenden Mikroorganismen sofort erreicht hat und dann für sich dann auch entsprechend Besserung erfahren konnte. Und die Definition von Hühnerauge habe ich Ihnen hier nochmal mit dazugegeben. Entgegen der Vermutungen handelt es sich nicht hier um Viren bzw. Bakterien, die dort diese entsprechenden Umgebung entstehen lassen. Nichtsdestotrotz ist es doch aber dann so, dass diejenigen dort sind und dann diesen Zustand erhalten. Und da greifen wir dann mit AgeCare mit da ein, um diese Mikroorganismen zu zerstören, sodass eben da die entsprechenden Zellen wieder entlastet werden, beziehungsweise die neuen Zellen sich dann ohne die Belastung entwickeln können und dann eben wir zu dem Zustand kommen, dass der Körper sich heilt und, wie derjenige uns beschrieb, eben, dass keine Schmerzen mehr vorhanden waren. Eine andere Anwenderin beschrieb ihr Vorgehen. Also sie hat uns eingangs geschrieben, also dass Depressionen und Fatigue, also dieses Erschöpfungssyndrom, sie schon sehr, sehr lang begleiten. Sie kennt das. Und sie ist eine versierte Anwenderin von AgeCare. Insofern hat sie dann auch die Anwendungen für sich herausgesucht. Und zwar, ich lese Ihnen vor, Sie stehen aber auch hier bei Ihnen auf der Folie in der Liste. Also einmal QUA4, Depression, ich wiederhole den Quellcode nochmals, QUA4, Depression. Dann eine weitere Anwendung mit dem Namen Depression, jedoch mit dem Code U wie Ulrich 108. Ich wiederhole den Code nochmal, U wie Ulrich 108. Dann ist sie rangegangen, hat eine weitere Anwendung herausgesucht, entsprechend ihrer Symptome, die sich bei ihr gezeigt haben, nämlich die A295, wiederhole A295, und diese Anwendung heißt schnelle Erschöpfbarkeit. Und zu guter Letzt noch die Anwendung C532, eventuell kennen Sie die schon, C wie Cäsar, 532, Energie, Vitalität. Und ich beschreibe mal kurz, was wir dann als Rückmeldung erhalten haben. Also sie hat diese Anwendung täglich durchgeführt unter der Einhaltung der Randbedingungen, die wir empfehlen und worüber wir auch letzte Woche schon gesprochen haben. Und sie schreibt uns, ich kann gar nicht sagen, wann ich das letzte Mal in meinem Leben dauerhaft so wenig Symptome in diesem Bereich gehabt habe. Unser Erfolg, ist eigentlich ihr Erfolg von der Anwenderin. Und wir gratulieren natürlich zu dem Erfolg. Wir haben uns auch sehr gefreut, dass wir diese Rückmeldung erhalten haben. Und unser Tipp diesbezüglich war, dass sie weiterhin die Anwendung so durchführen sollte, wie sie sie bereits durchgeführt hat, um diesen Zustand bei sich zu erhalten. Ja. Der dritte Fall, den ich Ihnen hier beschreiben möchte. Aha.
Da ist mir hier ein Formatfehler unterlaufen, aber Sie können es meines, denke ich, auch gut lesen. Ich bitte um Entschuldigung, hier sind etwas mehr Zeichen dann eingetragen worden, als sie eigentlich hin sollten. Wir haben eine Anwenderin mit der Diagnose Ovarialkarzinom mit Peritonealkarzinose. Erstmal, was ist das? Was steckt dahinter? Also Ovarialkarzinom ist Eierstockkrebs und Peritonealkarzinose ist entsprechend das Bauchfell, was dort mit bösartigen Tumorzellen befallen ist. Soweit die Diagnose. Und diese Diagnose wurde im Oktober 2021 gestellt bei der Anwenderin und sofort auch mit einer Chemotherapie begonnen. Diejenigen, ich denke, der Sohn, wenn ich mich recht erinnere, hat von Agil Care gehört und auch sofort im November schon dann dort begonnen. Da lauteten unsere Empfehlungen einmal U76, wiederhole den Code U76, Karzinom, dann C220, C wie Cäsar, 220, Krebs-BX-Virus. Die nächste Anwendung war U276, U wie Ulrich, 276. Die Anwendung heißt Neubildungen. Und die vierte Anwendung, die wir empfohlen hatten in diesem Zusammenhang, lautete ALT14, der Code und Aszitis. Und wir wissen von Rückmeldungen, also von dem Austausch mit dem Sohn, dass diese Anwendungen auch täglich durchgeführt worden sind seit November 2021 unter Einhaltung der Randbedingungen. Dann ist im Dezember noch eine Voruntersuchung durchgeführt worden für die geplante Tumor-OP. Und es wurde im CT, also in der Computertomographie, eine deutliche Rückbildung der Aszitis festgestellt. Die Anwendungen, die ich vorhin kurz mitgeteilt hatte, sie sind seit Januar dann weiter fortgeführt worden. Die OP ist natürlich durchgeführt worden, wofür diese Voruntersuchung durchgeführt worden ist, wie ich gerade beschrieben hatte. Und wie gesagt, die Anwendungen haben sie täglich weiterhin durchgeführt. Die Randbedingungen wurden eingehalten. Es ist dann ein Agil Care Parallel, das wir ja seit Februar 2022 hier bei uns haben und welches wir entwickelt haben, ist eingesetzt worden seitdem. Und wir haben jetzt im März ist eine Kontrolluntersuchung durchgeführt worden, wo wir dann auch den Befund erhalten haben von der Kontrolluntersuchung, welche mittels Computertomographie durchgeführt worden ist. Und dort ist im Befund stets geschrieben, es gibt keinen Hinweis auf ein Lokalrezidiv und es ist keine Aszitis mehr auffindbar. Das ist natürlich ein klasse Bericht. Und also mir ist jetzt noch, wenn ich das jetzt Ihnen mitteile, ganz komisch, vielleicht merken Sie es. Die Diagnose Ovarialkarzinom mit Peritonealkarzinose ist gar nicht so eine gute, hat gar keine so gute Prognose normalerweise. Und umso mehr sind wir stolz auf die Anwenderin, die hier dann auch täglich die entsprechenden Maßnahmen für sich durchgeführt hat. Sie hat natürlich auch noch andere Maßnahmen durchgeführt zu ihrer entsprechenden Verbesserung der Lebensqualität, welches dann jetzt hier im CT als Beweis sozusagen aufgeschrieben worden ist. Wir wünschen der Anwenderin alles Gute. Sie macht die Anwendungen weiterhin und führt sie weiterhin durch, um eben dort dann mit Agil Care auch die verbleibenden Mikroorganismen zu zerstören. Was ist eigentlich das Fazit daraus von dem Bericht, das ich Ihnen hier geschickt habe und berichtet habe? Wir haben hier mittels der OP in dem Fall ist die Raumforderung entfernt worden und
mit, und darum geht's zusätzlich, also es gibt ja die Möglichkeit, mittels OP die Raumforderung zu entfernen, aber auch mittels Strahlentherapie, zum Beispiel eine bewährte Methode, Cyberknife ist da zu nennen, die sich bei sehr, sehr vielen Fällen bewährt. Und zusätzlich wird mit Agilcare werden die betreffenden Mikroorganismen eliminiert, um dann den entgleisten Stoffwechsel dann wieder zu erhalten, nicht den entgleisten Stoffwechsel, aber den Stoffwechsel wieder zu normalisieren, sodass wir dann davon sprechen, dass der Körper sich heilen kann. Das sind drei Beispiele gewesen, die ich Ihnen hier mitgeteilt habe. Und diejenigen, die uns da erfreulicherweise das mitgeteilt haben, ihre Erfolge, das freut uns natürlich auch. Und es ist uns eine große Ehre, daran teilzunehmen, beziehungsweise dann diese Erfolge dann mitzubekommen. Und dann darf ich Sie einfach darum bitten, wenn Sie sich mit uns austauschen möchten, dann machen Sie das auch. Sie können das ja mit uns dann in der Telefonstunde, dann Montag bis Freitag, an den Wochentagen, nicht an Feiertagen, zwischen 9 und 10 rufen Sie uns an. Ich habe gesehen, also irgendwie sind mir die Folien hier, bitte um Entschuldigung, sind hier fehlgelaufen. Ich würde sie Ihnen einfach danach im Nachhinein nochmal neu zuschicken, denn das ist noch die alte Nummer, die Sie hier sehen. Die neue Nummer trage ich Ihnen vielleicht in den Chat ein. Die haben Sie auch vielleicht schon. Und das ist die Nummer, die Sie gerne anrufen dürfen zur Telefonstunde, um dann mit uns zu sprechen, uns Ihre Fragen zu stellen oder Ihre Erkenntnisse, aber auch Erfahrungen mit Agilcare. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie diese Erfahrungen dazu bringen, dass auch entsprechend potenziellen Anwendern über Agilcare zu informieren und sie dafür ihnen zu empfehlen, dann Agilcare auch für sich zu nutzen und für sich zu kaufen. Und dann geben Sie uns einfach den Namen des potenziellen Käufers bekannt, der hier in Frage kommt, den Sie Agilcare empfohlen haben. Sie können es als Ticket schreiben oder auch als E-Mail an support@ulrich-mdc.de und wir reservieren Ihnen 30 Tage dann die Provision, die Tippprovision, und in dem Fall, wenn der Kauf in unserem Shop erfolgt ist, dann bedanken wir uns bei Ihnen natürlich mit 150 Euro pro gekauften Gerät als Dankeschön für Ihr Engagement. Ich bin mit meiner Präsentation am Ende. Ich hoffe, Sie haben da gute Informationen erhalten. Wie gesagt, ich mache die Folien nochmal neu und schicke sie Ihnen auch zu, dass es halt ordentlich formatiert wird, auch mit den richtigen Informationen für Sie. Und ich freue mich auch auf Ihre Fragen jetzt, die wir jetzt für Sie beantworten.